Stell dir vor, dass ich dir in diesem Video eine Technik gebe, mit der du garantiert heute Nacht mit einer Frau ausgehen wirst und es unabhängig davon, ob du schüchtern bist, wenig Selbstbewusstsein hast oder wenig Erfahrung mit Frauen hast. Vorausgesetzt, du wendest die Technik, die ich dir gleich gebe, richtig an. Hört sich für dich sicher nach Bullshit an. Aber was, wenn ich dir sage, dass du es dann durch diese Erfahrung auch permanent sehr leicht haben wirst, eine Freundin zu finden, wann immer du willst? Hört sich sicher nach noch mehr Bullshit an. Aber genau so eine Technik existiert. Das Ganze ist auch noch wissenschaftlich bewiesen. Die Technik heißt Mindsurfing und ich werde dir in diesem Video beibringen, wie du sie für dein Liebesleben nutzen kannst. Ich weiß, wie es ist, Single zu sein und keine Freundin finden zu können. Ich war früher sehr schüchtern und unsicher und hatte Angst, Frauen anzusprechen. Aber leider kannte ich damals Mindsurfing noch nicht. Als ich aber davon erfahren habe und angefangen habe, es zu praktizieren, hat es mein Leben komplett verändert. Ich habe dadurch gelernt, wie ich meine Fähigkeiten verbessern und meine Ängste überwinden kann, was von großer Bedeutung fürs Dating ist. Und das kannst du ab heute auch. Aber zuallererst für all diejenigen, die es noch nicht wissen. Was ist Mindsurfing? Mindsurfing ist ein wissenschaftlich bewiesenes Phänomen und bedeutet, dass man in einen Bewusstseinszustand gelangt, bei dem alle Grenzen, die uns bekannt sind, verschwinden. Dieses Phänomen ist auch unter dem Namen luzides Träumen bekannt. Aber mit Träumen hat das Ganze nichts zu tun. Du gelangst nämlich in eine Welt, in der alles so realistisch ist wie in unserer. Oft schafft man es sogar, das Erlebnis hyperrealistisch zu gestalten. Laut einer Studie von der Universität Heidelberg können luzide Träumer ihre sozialen Fähigkeiten im realen Leben verbessern, indem sie in ihren Träumen verschiedene Situationen üben. Mindsurfing macht also nicht nur übertrieben viel Spaß und ermöglicht dir alles, wovon du schon immer geträumt hast, es steigert nämlich auch enorm deine Chancen bei Frauen. Und nicht nur das, es ist nämlich auch eine unglaublich große Möglichkeit, sich selbst persönlich weiterzuentwickeln, zu wachsen, sich verschiedene Fähigkeiten anzueignen oder einfach neue Erfahrungen zu sammeln. Laut dem Psychologen und Luzidträumer Steven LaBerge ist luzides Träumen bzw. Mindsurfing eine wertvolle Ressource für das persönliche Wachstum und die Selbstverwirklichung. Er sagt, luzides Träumen ist eine Möglichkeit, unsere Kreativität zu steigern, unsere Probleme zu lösen und unsere Perspektive zu erweitern. Hier siehst du, wie die Gehirnaktivität beim Mindsurfing aussieht. Du kannst sehen, dass die Bereiche, die für das Bewusstsein, die Kreativität und die Emotionen zuständig sind, besonders aktiv sind. Das heißt, dass du in diesem Bewusstseinszustand alles tun kannst, was du dir vorstellen kannst. Mich würde echt interessieren, was du gerne mal beim Mindsurfing ausprobieren würdest. Schreib es unten in die Kommentare. So, genug Theorie. Kommen wir nun zu der Anleitung. Als erstes musst du natürlich die Mindsurfing-Technik erlernen. Das ermögliche ich dir komplett kostenlos mit meinem neuen Mindsurfing-Leitfaden, den du als PDF herunterladen kannst. Der Link ist oben in der Infokarte und unten in der Beschreibung. Dazu habe ich auch noch ein Video, in dem ich visuell die Technik erkläre. Dieses Video hat schon sehr vielen geholfen und hat mittlerweile fast 1 Million Klicks. So, wenn du die Technik erlernt hast und sie richtig ausführst, besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du noch heute Nacht Mindsurfen wirst. Was wiederum bedeutet, dass du heute die Frau deiner Träume treffen kannst und sich für dich daraus die Möglichkeit ergibt, hier in unserer Realität eine Freundin zu finden. Wie genau das geht, erkläre ich dir in den nächsten Schritten. Also bleib dran und pass gut auf. Du denkst dir jetzt sicher, ja, schön und gut, ich kann dort meine Traumfrau treffen, mit ihr ausgehen, Spaß haben, eventuell auch mit ihr schlafen. Aber es ist doch nicht echt. Also, erstmal stimmt das so nicht. Die Erfahrung fühlt sich 100% echt an. Oft sogar noch echter als echt. Das heißt, viel intensiver und alles ist viel detaillierter, viel lebendiger. Einfach nur unglaublich. Man kann sich wirklich nicht vorstellen,
wie krass es ist, wenn man es noch nie erfahren hat. Man muss es erlebt haben. Aber um Sex und allem drum und dran geht es hier nicht. Auch wenn das ziemlich nice ist, ist es hier nicht primär unser Ziel. Obwohl, ich denke, die meisten wären auch damit mega glücklich und würden erstmal mit allen ihren Traumfrauen was haben wollen. Aber in diesem Video geht es ja darum, eine Freundin zu finden. Das heißt, eine feste Beziehung aufzubauen. Also, wie schaffen wir das durch Mindsurfing? Der erste Schritt, um eine Freundin durch Mindsurfing zu bekommen, besteht darin, dein Selbstvertrauen aufzubauen. In diesem Bewusstseinszustand hast du die Kontrolle über deine Umgebung und kannst Situationen schaffen, in denen du erfolgreich und selbstbewusst auftrittst. Zum Beispiel kannst du dir dort eine Situation erschaffen, in der du vor einem großen Publikum eine Rede hältst und dafür viel Applaus bekommst. Oder du kannst dir vorstellen, dass du ein Superheld bist und die Welt rettest. Oder speziell aufs Thema Dating bezogen. Du kannst dort die hübschesten Frauen ansprechen. Du weißt, dass es dort keine Konsequenzen gibt. Also wird es dir auch mega leicht fallen. Es wird dich kaum Überwindung kosten. Je öfter du solche Erfolgserlebnisse beim Mindsurfing hast, desto selbstbewusster wirst du dich auch in realem Leben fühlen. Denn dein Gehirn kann nicht zwischen dem Mindsurfing-Zustand und dieser Realität hier unterscheiden. Also ist für dein Gehirn beides eine gleichwertige Erfahrung. Das heißt, sobald du beim Mindsurfen beispielsweise die Angst überwunden hast, eine Frau anzusprechen, hast du es auch hier in dieser Realität. Der Unterschied liegt nur darin, dass es dort viel einfacher ist, weil du dort alles selbst kontrollieren kannst und nichts zu befürchten hast. Nachdem du das erfolgreich gemacht hast, wirst du dich nach dem Mindsurfing glücklich und selbstsicher fühlen. So weißt du, dass du eine große Veränderung in deinen unterbewussten Glaubenssätzen erfolgreich herbeigeführt hast. Der zweite Schritt ist, deine Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern. Bei Mindsurfing kannst du verschiedene Gesprächsszenarien durchspielen und üben, wie du dich in verschiedenen sozialen Situationen verhältst. Zum Beispiel kannst du dich mit einer attraktiven Frau unterhalten und versuchen, sie zum Lachen zu bringen oder ihr ein Kompliment zu machen. Probiere einfach alles aus, was du willst. Sei authentisch, sei du selbst und versuche dich während des Gespräches selbstbewusst zu fühlen. Es ist wichtig, dass du locker bist. Du wirst erstaunt sein, wie sich dadurch deine Kommunikationsfähigkeiten im Real Life verbessern werden. Du kannst übrigens auch berühmte Persönlichkeiten oder fiktive Charaktere treffen, um dein Gesprächsrepertoire zu erweitern. Wie gesagt, beim Mindsurfing gibt es keine Grenzen. Falls du trotzdem noch angespannt sein solltest, aus welchem Grund auch immer, dann empfehle ich dir, dort positive Affirmationen aufzusagen, wie zum Beispiel: Ich bin attraktiv und selbstbewusst. Ich kann jede Frau beeindrucken. Ich bin es wert, geliebt zu werden. Die Affirmationen wirken dort viel stärker, da du in diesem Zustand viel suggestibler bist und den direkten Zugang zu deinem Unterbewusstsein hast. Bei dem dritten Schritt geht es um gemeinsame Interessen. Um eine Freundin zu finden, mit der du glücklich bist, sind für viele gemeinsame Interessen sehr wichtig. Ich habe aber eine große Menge Menschen bei meinem Coaching gehabt, die gar nicht wissen, was ihre Hobbys sind. Beim Mindsurfen kannst du aber perfekt herausfinden, was dein Ding ist. Falls du deine Hobbys bereits kennst, kannst du dort auch neue Aktivitäten quasi unverbindlich ausprobieren und für dich entdecken, die auch das Potenzial haben, dein Leben zu verändern und dir deine Partnerwahl zu erleichtern. Finde dort ganz ungezwungen heraus, was dir Spaß macht. Zum Beispiel kannst du dort eine neue Sportart lernen, ein Musikinstrument spielen oder eine fremde Sprache sprechen. Dadurch erhöhst du die Chancen, jemanden zu treffen, der ähnliche Interessen teilt. Dein Datingpool erweitert sich schlagartig. Eine Übung, um deine Interessen beim Mindsurfing zu entdecken, ist, eine Liste von Dingen zu erstellen, die du gerne tun würdest, aber noch nie getan hast. Dann kannst du dort einen oder mehrere Punkte von der Liste auswählen und ausprobieren. Ganz einfach.
Der vierte Schritt wäre die perfekte Begegnung mit einer potenziellen Freundin beim Mindsurfing zu visualisieren. Stelle dir vor, wie ihr euch kennenlernt, miteinander lacht und eine großartige Zeit zusammen verbringt. Diese positiven Gedanken und Emotionen geben dir automatisch die Motivation, solche Situationen auch im realen Leben zu suchen und zu erleben. Und falls du an das Manifestieren glaubst, dann wirst du erstaunt sein, wie schnell sich solche Situationen dann in deiner Realität verwirklichen werden. Manchmal ist es sogar echt beängstigend. Deswegen sage ich immer wieder, es gibt kein besseres Tool zum Manifestieren als Mindsurfing. Beginne noch heute das Ganze aktiv zu praktizieren. Verlege es nicht auf einen anderen Tag, sonst wirst du es nie tun. Und wenn du all die Schritte ausführst, wirst du eine Freundin oder vielleicht sogar die Liebe deines Lebens finden. So wie viele Coaching-Teilnehmer von mir es bereits geschafft haben. Wenn dir dieses Video gefallen hat, hinterlasse einen Daumen nach oben, abonniere diesen Kanal und drücke auf die Glocke, um keine Videos zu diesem Thema zu verpassen. Klicke hier auf dieses Video und lege direkt jetzt los, ohne zu zögern. Du kannst heute noch deinen Traum wahr werden lassen. Wir sehen uns in dem nächsten Video und bis dahin, Peace.